Jo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Lego der Hobbit. Das ist das erste Spiel, das ich mit Controller spiele, deswegen wird das noch etwas spannend werden. Und ich freue mich extrem auf das Spiel. Ich habe relativ viele Lego-Spiele in meiner Jugend gespielt. Also nicht Hobbit, aber viele andere und es hat mir richtig viel Spaß gemacht und deswegen dachte ich mir, jo, das kann ich mir auch hier bringen. Ich bin mal gespannt, ich weiß noch nicht genau, wie ich das so cutten werde, das Ganze. Keine Ahnung. Werden wir mal, also werdet ihr dann sehen, wie ich das Ganze mache und ja. Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Tal, friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Tror. Dem König unter dem Berge, dem mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie jedoch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Lehnsherr, unser König möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Okay, wir müssen die Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Hier ist Springen. Was ist hier? Ah, okay, diese Attacke und da kann ich. Ah! Eine Zwergenwache. In Rüstung sogar. Okay, wir gehen aber zurück zu Thorin. Und gehen mal hier das Ganze entlang. Ich habe auch mal Lego Hobbit gespielt auf Nintendo DSi war es, glaube ich. Ja, müsste es gewesen sein. Ist auch schon eine Weile her, deswegen weiß ich nicht mehr genau. Aber alle Lego-Spiele sind auch ein bisschen ähnlich aufgebaut. Zum Beispiel, wenn man nicht weiterkommt, so wie hier jetzt, einfach alles zerstören, was geht. Und dann aus den Trümmern was Neues bauen. Das wird jetzt auch hier gleich stehen. Halte B gedrückt, um. Ja, genau. So. Dann bauen wir das Ganze hier. Halte Y gedrückt, um das Spielrad aufzurufen und wähle dann den Typen aus. Ach, den, der hier steht, okay. Rein. Okay. Achso, ja. So funktioniert es auch in Real Life, Leute. So geht das. Ich finde es auch lustig, ich bin ja quasi der Enkel des Königs unter den Berge. Aber trotzdem muss ich mir selber Zutritt zu irgendwelchen Toren verschaffen, indem ich da Sachen kaputt mache. Okay. Naja, egal, ich würde sagen, ich mache nicht alles kaputt, das dauert sonst viel zu lange. Und es ist wahrscheinlich auch nicht ganz so spannend, wenn anzuschauen. Sondern wir gehen hier einfach weiter. Ey, Jungs. Komm, komm. Jungs, lass mich durchkommen. Komm, nee, nee, das ist jetzt. Ei. Holy shit, Alter, ihr seid mir untertan. Was könnt ihr. Bestechen kann ich wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, irgendwo muss hier was sein. Womit ich die kaputt machen kann oder sowas. Ach nee, sowas. Ah, okay. Da oben. Okay. Und hui. So. Sterben die jetzt oder. Nee, passt das nicht dazu? Ah, okay. Ich bin schon ein ziemliches Schlitzohr, muss man sagen, ne? Mhm. Ihr Reichtum lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels und in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verliefen.
Mhm, okay. Ja, dann würde ich sagen... Ah, hier müssen wir wohl rangehen. Da oben kann man sich dranhängen, nehme ich an. Ja, okay. Und jetzt gibt es noch was Zweites. Genau, hier drüben. Da hängt sich dann der Freien dran. Der ist schon relativ stark, muss ich sagen. Also er hat ordentlich Schmackes hinter seinen Schlägen. So. Na komm, wir sind Thorin. Thorin ist ein sicker Dude. So, give me... Was ist das? Ah, doch, daran erinnere ich mich. Eieiei. Die guten alten Zeiten. Bomboa. Bombombur? Ich habe heute schon lange nicht mehr angeschaut. Oder zumindest zu lange. Bombur, ja. Bombur. Nicht Bombur. Ja, ja. Hm. Ne? Die Leute, die kein Hobbit geschaut haben, denken sich auch so, okay, hat einen Anfall. Kannst du Lego-Rohstoffe, die du in Lego-Gegenständen findest, nützliche Dinge schmieden? Ja. Was brauche ich denn hier? Okay, ich brauche relativ viel... Diamanten einfach nur. So, Edelsteine. Okay, hier haben wir was. Das ist ein cooles Element, das ist... Das einzige Lego-Spiel, das ich kenne, das dieses Element hat. Aber das finde ich echt cool. Ach, hier sind so Holzlatten noch drin. Die brauche ich aber aktuell nicht. Ich brauche noch hier das. Jo, moin Kollege, ne? Okay, eine coole Sache bei den ganzen Lego-Spielen ist halt diese versteckten Sachen. Zum Beispiel das hier oben, wo die auf den Dings einkloppen, das ist halt genauso auch im Film drin, ne? So Sachen sind, finde ich einfach sau cool, keine Ahnung. Drück B, um durch kleine Lego-Lupen zu kriechen. Ja. Das kennt man auch aus jedem Lego-Spiel. Und hier... Achso, B, ups. B drücken. B spammen, ne? Ja, spammen muss ich, okay. So. Und jetzt... Oh, sick. Okay, dann hole ich mir das Gold noch. Dann ist hier noch so Smaragd oder was es ist. So. Ah, jetzt wird schon angezeigt. Okay, ich habe alles. Sehr schön. Jawohl. Alles reinballern hier. Der ist sehr treffsicher, muss ich sagen. Okay, was muss ich jetzt machen? Drücke XAB oder Y, wenn du das Leuchten siehst, um den Schmiedering aufzufüllen. Okay. X. Oh, fast. B. Y. A. A. X. Yay. Die Fertigkeiten der Zwerge suchten ihresgleichen. Sie erschufen Gegenstände von größter Schönheit. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Das war ja auch in diesem Film drin. Diese Szene, wo dann diese beiden Hammer da von oben kommen. Das ist halt echt sick, keine Ahnung. Diese Details einfach. Alter, das sieht schon geil aus. Also dafür, dass es aus Lego, also so Lego-Spiel ist, sieht es echt nicht schlecht aus. Ah ja, mit Bombur. Okay, was geht mit ihm ab? Die Bewohner Mittelerdes helfen dir gern, wenn du die Gegenstände findest, die sie brauchen. Wenn du einen solchen Gegenstand gefunden hast, stell dich auf den leuchtend blauen Ring und drücke dann B, um ihn abzuliefern. Okay, er will das hier haben. Was ist das? Das ist ein Schlagstock? Ah, eine Flöte, oh. Jawoll. Schon normal, oder? So. Okay. Ah, das weiß ich noch genau. Die kann ich nur mit dem Typen abbauen. Jawoll.
Was bekomme ich jetzt hier? Kupfer. Oder was das ist. Du brauchst bestimmte Rohstoffe, um auf dieser Palette, auf dieser Platte bauen zu können. Du kannst Lego-Rohstoffe finden, indem du Bergbau betreibst oder Lego-Gegenstände zerstörst. Gut, was brauche ich hier? Das habe ich. Brauche ich nicht. Das brauche ich. Das brauche ich, habe ich aber nicht. Und das habe ich, okay. Das heißt, so Schnur oder was das war, brauche ich noch. Ah, hier waren zwei. Ja, zwei brauchte ich ja. Okay, sehr schön. Und da. Bitteschön. Oh ja, das weiß ich auch noch. Oh, das war... Um Gottes Willen. Ah ja, das war das. So. Ja. Okay, da brauche ich das hier. Dann noch das da. Und zu guter Letzt das hier. Alter, wie gut bin ich bitte? Hier brauche ich das. Dann das. Und dann das. Und dann noch das. Genau, sehr schön. Alter, mit 20.000 Coins beendet das Ganze. Holy shit, bin ich krass. Wow. Okay. Das ist ja cool. Unaufhörlich schürften sie tiefer in der Finsternis. Und dort fanden sie ihn. Das Herz des Berges, der Arkenstein. Thors Liebe zum Gold war zu übermächtig geworden. Eine Krankheit begann in ihm zu wachsen. Eine Krankheit des Geistes. Und wo Krankheit gedeiht, wird Schlimmes folgen. Das Erste, was sie hörten, war ein Lärm, wie von einem wilden Sturm. Balin, schlage Alarm. Thorin, was ist das? Die Rache. Es war ein Feuerdrache aus dem Norden. Die Stadt bedeutete Smaug nichts. Denn Gold weckt in Drachen ein dunkles, wildes Verlangen. Okay. Dann kloppen wir den Typen mal ordentlich weg. So. B. Spam, 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 spam. Sehr schön. Was ist das hier? Verwendet eine Axt wie die, die Thorin trägt, um rissige Lego-Platten zu zerstören. Drück dafür X. Der hat doch bestimmt auch eine Axt. Ja, hat er. Okay. X. Oh, der ist stark. Der hat ordentlich Schmackes, der Junge. Oh, das Ding ist cool. Das weiß ich noch. Das mochte ich immer. Okay. Das hat zusammen, oder? Das macht zusammen drauf. Du benötigst zwei Charaktere, wie zum Beispiel Uri ist das, glaube ich, und Thorin, um als Kumpels anzugreifen. Okay. Drück B, um dich mit deinem Kumpel zusammenzutun. Und drück dann X, um große, rissige Lego-Platten zu zerstören. Ja. Ist das geil. Da hat aber gerade die Frisur von Thorin nicht so ganz gesessen.
Junge, der Typ ist echt absolute Maschine, ne? So. Ja, das hatten wir doch gerade eben schon. Komm her. Oh, da sind noch ein paar Zwerge gestorben auch. Ja, warte kurz noch, Smog, ne? Ich bin gleich bei dir. Dann schlage ich dir den Schädel ein. So, moinsen, Jungs. Ne? Alle an die Arbeit hier. So weit vorne war ich gar nicht. An jenem Tag. Holy shit. Okay, kann ich irgendwie was machen? Was ist damit? Ah, das brauche ich. Ah, okay, okay, okay. Ah, hier ist so eine Plattform. Ja, okay, da muss ich irgendwas Fettes bauen. Okay, erstmal so. So. Und jetzt das nochmal bauen. Und da vorschieben. Mit ordentlich Schmackes geht nämlich alles kaputt hier. Ich verstehe auch nicht, warum der Typ für uns abhaut. Das ist nicht so ganz intelligent irgendwie. Und diese Kisten waren sick, weil da sind übelst viele Dias drin. Halt, Edelsteine. So, hier kann ich wieder was bauen. Ah, nee. Ah. Oh Gott, aua. Das war knapp. Alles, was gut ist, aber das knapp. Diesmal wir bauen, oder? Ja. Okay. Dann brauche ich mir kurz nochmal eine Brücke, weil bekanntlich darf man Gold nicht berühren, ne? Deswegen ist es ganz wichtig. Okay. Los, Thorin. Jawohl. Hat's geschafft, Jungs. Ihr seid die Besten. Ah, warte. Da dran. Und da dran. Sehr schön. Komm so runter. Okay. Was kommt jetzt? Ich muss abhauen vermutlich vor ihm. Ja. Oh, krank, Alter, wie krass ich die Seiten switchen kann. Das ist auch unnormal. Ja, hier ein bisschen Zeug holen. Er macht absolut alles kaputt. Nein, scheiße, ich hab das Kit da, Medikit vergessen. Nicht Medikit, Gottes Willen, was laber ich da für einen Scheiß? Das Leo-Kit. Schlachte meine Leben! Oh, helft uns! Thranduil wollte das Leben der Seine nicht dem Zorn des Drachen aussetzen. Von den Elben kam an jenem Tag keine Hilfe und an keinem anderen Tag seitdem. Der junge Zwergenprinz wird nie vergeben und nie vergessen.
Okay, das war das erste Level. Größtes Königreich in Mittelerde. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein.